Jo, dann würde ich sagen, können wir auch reinstarten jetzt. Ich mache die Lautstärke jetzt erstmal wieder auf voll und stelle sie gleich in den Einstellungen richtig ein. Eine Sache direkt vorweg, wir skippen das Opening, weil das lizenzierte Musik hat. Und mir wurde empfohlen, ich soll es entweder muten oder ganz rauslassen. Dementsprechend lassen wir es einfach ganz raus. Das Opening ist cool. Okay, wollte gerade sagen, ich dachte, kannst nicht skippen. Es ist cool. Von daher, ihr könnt es auch gerne einfach auf YouTube oder so anschauen. Ja, Bann. Von daher. Ich zeig's nur nicht für alle Fälle. Und dann passt. So. Inhalte zum Herunterladen. Ich glaube, die machen wir auch erst später. Oh. Aufgrund eines Verbindungsfehlers kann ich das Neuigkeiten-Update nicht runterladen. Okay. Nee, wie gesagt, Inhalte zum Herunterladen, die werden wir uns erst holen, wenn wir alle Charaktere haben. Weil es in älteren Tales-Spielen zumindest so war, dass in den DLCs, ja, ich mach mal jetzt eben mal kurz ein bisschen leiser, während ich noch laber, dass in den DLCs die Namen von den ganzen Charakteren drin standen. Prinzipiell hat Bandai Namco eh schon eigentlich alle Namen revealed von den ganzen Charakteren, aber ne? Ich lasse erstmal weg. So. Hier kann ich gleich die Lautstärke alles einstellen. Gucken wir es mal kurz. Schwierigkeitsgrad. Was haben wir denn eigentlich alles? Einmal Handlung. Wow, normal, mittel, schwer. Wir bleiben bei normal einfach. Ich lasse es, glaube ich, erstmal alles so, wie es ist. Denke mal, dass zur Not kann man das alles noch umstellen. So. Ich drehe mal die Lautstärke mal alles mal auf 50 runter. Wobei, die können wir ein bisschen lauter machen, die Sprachen. Da hört man auch die Stimmen ganz gut. Demon Fang! Denke mal. Gut, die Musik kann man leider jetzt nicht so ganz hören, weil die nicht an ist, aber. So, Tastenbelegung. Die muss ich mir noch einmal kurz umändern. Das hätte ich gern dahin. Der Sprung kann dorthin gehen. Und die Artangriffe. So, 1, 2 und 3. Jo. Weil ich finde es irgendwie seltsam, dass ich ein. Ich sag mal, der normale Angriff ist wahrscheinlich den man am meisten spammt. Und den auf R1 zu haben, feels Dark Souls, man. Aber mit X ist es einfach eher so ein altes Feeling. Sprung. Muss ich mal kurz gucken. Ja, und dann da 1, 2 und 3. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Okay. Ja. Das. Na, ich will mal wieder die Framerate priorisieren. Die Tipps können auch erstmal bleiben. Okay. Ich würde sagen, let's go. Hoffe, dass die Soundeinstellung passt. In ages long past, it was believed that Mother Das Dana ist, was glaube ich, recht laut. indestructible and everlasting. Rena, on the other hand, was thought to be the domain of the gods, a paradise where the souls of the departed could rest forevermore. Oh, how wrong we were. In the face of Rena's unimaginable technology, its soldiers, clad in huge, shining armor, and its fearsome beasts, known as Zugals, the prosperity and bounty of Dana all but disappeared overnight. That was 300 years ago. The world of Dana fell under Renan rule, and its new masters split the land into five distinct realms. And now today, Orbis Calaglia, one of the Renan's five realms. It is ruled over by the tyrant Balsef, lord of the Firemaster
Unrelenting fire scorches this barren wasteland. Dust storms course over the rocks and crags, and no relief is to be found from the oppressive heat. The Danann people toil as slaves. Day after day they suffer, under the ruthless oppression of the Renan soldiers, with only one hope of escape. Death. Only in death is their agony finally brought to an end. They have forgotten what it means to be free. So complete is the Renan's domination. You call that pushing? Put them back into it, embedded! Iron Mask! Why you? Let me. What is this? Some kind of slave support group? Mind your own business, you worthless! All right, third squad! Time to regroup! Go on, get moving! Hey, wait for me! Thank you, Iron Mask. That's okay, Cole. Are you hurt? No, I'm fine. Iron Mask, you're bleeding. We need to get you looked at by Doc. That bad, huh? Better safe than sorry, I suppose. Punkt 1. Der Erzähler am Anfang. Hätte ich jetzt gedacht, dass es Patrick Seitz ist, oder? Kam mir zumindest so vor. Punkt 2. Der Guy dort, ne? Der heißt ja jetzt noch Iron Mask. Ich vermute mal, jeder hat durch die Werbung dieses Spiels ja mitbekommen, wie unser Hauptcharakter ja im Endeffekt wirklich heißt. Sache ist, das Spiel sagt das erst noch ein gutes Stückchen später, wie genau er heißt. Tatsächlich nicht. Ich habe es wieder vergessen. Gut, dann nimmt mir das sogar direkt die Frage weg. Wir sagen seinen richtigen Namen nicht, auch wenn manche es vielleicht wissen. Gut, es hat aber niemand sich die Trailer dazu angeschaut. Gut. Dann würde ich sagen, er heißt für uns Iron Mask, bis er selbst das Spiel sagt. Sprich, bitte auch im Chat niemand den Namen sagen. Selbst wenn ihr ihn wisst. So, weil das Bild auch hier schon ziemlich episch aussieht. Einstellungen. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Habe ich jetzt die Tastenbelegung angenommen? Doch. Weil irgendwie hieß es vorher, ich habe sie wohl nicht richtig angenommen. So, kurz mal der Soundcheck. Passt es mit der Hintergrundmusik? Also ich würde die Musik minimal leiser machen. Ja. Weil die Stimmen sind schon angenehm. Okay. Oh, ups. Dann machen wir die Musik einmal auf 40, würde ich sagen. Die Soundeffekte dementsprechend dann auch. Und die Sprache kann so bleiben. Ja, möchte ich anwenden. Okay. Dann. Ich kann auch nur gehen. Wir folgen erstmal der Story soweit, bis das Spiel uns sagt, dass wir auch mal mehr machen können.
Tut mir leid, Eisenmaske. Wegen mir wurdest du verwundet. Mach dir keine Sorgen, Kleiner. Ich habe dabei nichts gespürt. Deswegen sagte der Doktor immer, du sollst besonders vorsichtig sein. Aber letzten Endes habe ich entschieden, dich zu retten und ich bereue nichts. Also mach dir keine Sorgen, Cole. In Ordnung? Danke, Eisenmaske. Cole ist schon ein witziger Name. I doubt Doc's gonna like what he sees. Der Grafisch sieht da schon echt geil aus. Mal gucken, ob das Tutorial sich selber spoilert. Da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß es nicht mehr. Ah, you again. Sorry to trouble you, Doc. Look after yourself and there'd be no need for sorries, would there? Now sit. So, still unable to remember anything, I take it? Blank as always. Nothing but that strange dream. No face, no memories. Unable to feel pain, yet only too eager to take on everybody else's. What will we do with you? Here, let me see. You may not be able to feel pain, but that doesn't mean you can't be wounded, just like everyone else. If you're not more careful, you'll wind up dead without even realizing it one of these days. I watched another slave die today. More corpses than I care to count. Unfortunately, that's hardly a rare sight around these parts. Danans are always dying, and the Renans just watch. How long can this continue? Why doesn't anyone stand and fight? Keep your voice down, will you? If only it were so simple, my friend. There have certainly been uprisings, all right. 3 centuries worth of the damn things. As for all the good they've done, take a look around and judge for yourself. There. That should just about do it. Now, do me a favor and try to stay out of trouble so the wound doesn't open again. Doc, back when I knew nothing, you were the one who taught me just how things work around here. You know I'll always be grateful for that, but I can't just... The race is won by the calm and the steady. You're still young, you have time. Wait for the right moment, both for yourself and the world. Work will be wrapping up for the day soon enough. Don't sit around here. Go out and feel the breeze against your skin. Even a slave's entitled to that. Just do me a favor and keep a low profile, all right? You stand out enough in that mask as it is. Der Synchronsprecher von Eisenmaske. Guess I'll go back to my room. Müsste, meine ich, der sein, der auch Artorius in Tales of Berseria spricht. Ah, jetzt können wir uns auch erstmal richtig bewegen. Die Karte sieht auch schon richtig cool aus, finde ich. So, wir können springen. Vor allem, ich fand es interessant, er hat die ganze Zeit unseren Rücken behandelt, von der rechten Seite. Aber eigentlich hat unser linker Arm geblutet. Like, hä? Aber okay. So, auf der Karte sieht man auch, die Grünen, die haben noch was Neues zu sagen, die Punkte. Aber ich werde jetzt auch nicht jeden davon vorlesen, denke ich mal. Wir können einfach mal kurz einmal anmachen. Jeder kann sich die durchlesen. Aber ja. So, ansonsten. Ja, sprinten. Können wir da noch. Hier ist unser Ziel. Da ist unser Menü. Bewegen. Jo. Ah ne, falscher Knopf. So. Also können wir dauerhaft laufen, wenn wir einmal auf den L-Button drücken. So, die Strahlaugen befestigen diese seltsamen Steine an unserem Körper und lassen uns dann schuften, bis wir tot umfallen. Als wären die routinemäßigen Schläge durch sie nicht genug, lassen sie, wenn sie so richtig schlecht gelaufen sind, ihre Zeugel auf uns los. Die Frage ist, nennen wir die Dinger jetzt Zeugel oder nennen wir sie Zügel, wie es im Englischen heißt? Just like everyone else here. So how come I don't have a spirit core? Ich finde beide Namen klingen seltsam. Not like worrying about it'll change anything. Zügel, Zeugel. Im Endeffekt sind es einfach die Monster. Geh ins Bett, Eingelassener!
Okay. Mann, ey. Nichts darf man hier machen. So. Ich möchte mich jetzt auch hier, während wir dann das Spiel noch schön umschauen. Oder auch nicht. Wenn ich mal darf. Und immer wieder werden ja diese Strahlaugen erwähnt. Die könnten schon höflicher sein. Glückliche Sklaven leisten mehr. Also wenn man sich das genau anschaut... Moment. Was tut die da mit ihrer Hose oder mit was auch immer da hängt? Macht man so Sachen sauber heutzutage? Putzt ihr auch so eure Sachen? Ich darf mich dem Wasser nicht nähern. Wo ist denn da Wasser? Sie trocknet das ab mit ihren warmen Händen. Na gut, ruhen wir uns erstmal ein bisschen aus und gucken mal, was passiert. I wonder how many people have slept in this bed before me. Mine for now, but for how long? Guck mal, wir haben einen Stein als Kissen. I guess I should get some shut-eye. Das ist schon geil, ne? Echt? Der hat auch die gleiche Stimme wie unser Nier-Protagonist? Oh. I'd better head to work. So, I've got business with the freight train today, huh? Great. Der Subway Announcer in Persona, ja. Na gut, ich glaube, anfangs können wir hier eh noch nicht wirklich viel machen, außer der Story jetzt auch weiterhin folgen. Na los, zieh weiter. Du bist heute für die Güterbeförderung eingeteilt. Okay. Dann gehen wir Güter befördern. Ich glaube, die Stimme, die ich wirklich am ehesten raushöre, ist wirklich der Nier-Protagonist. Einfach weil es gerade noch recht aktuell ist. Und ich finde, Artorius klingt auch sehr anders. Obwohl es der gleiche Synchronsprecher ist, aber, ne? Okay. Dann machen wir die auf 45. So, mach schon gerne die Arbeit. Du verschwendest wertvolle Zeit. Achso, ich bin hier falsch. Da hinten ist meine Arbeit. Na gut, dann geh ich halt hier arbeiten. Look lively, slaves. Let's see some work around here. Ich finde halt, Artorius klang so ein bisschen edler, hochgestochen auch von der Stimme her. Erstmal entgleist. Grenar! Zephyr, she's here! Hell?
Und weg. Können wir darüber sprechen, dass der Typ dem anderen Ritter da einfach mit der blanken Faust in den Helm geschlagen hat? The girl's nowhere to be found. This hurts. Hey, Embedded, did you find anything? Not yet, sir. What do they expect from us on such short notice? Hey, you're... Over there! Don't move! Go now! Huh? Hurry, get moving! Stay still! You cost us a lot of trouble, you know. Now we can do this the easy way, or not. Und tschüss. Klovenmann. Ist das der One Punch Man? Ja, schon cool drauf, der Dude. You all missed your chance to become Lord. Which means you lot live and die for me, the mighty Balzaz! Got that through your skulls? Now hurry up and bring me Shion! Yes, yes, sir! Even the drink's lost its appeal. Someone's in a bad mood. Lord Owolzi, ruler of Orbis Calaglia. Ah, but it's Wild Beast you prefer, isn't it? Do forgive me. Ganabelt Valkyris, what do you want? From what I hear, you seem to be having some trouble over there in Calaglia. As a fellow lord, I merely thought to ask whether I could be of any assistance to you. Enough with the false pretense. I can tell a rat when it's sniffing around. Forgive me. I can only imagine the emotional toll failing to ascend the throne not once but twice must take. A most distressing state of affairs. Shut up! It's none of your concern. The crown contest is proceeding apace, and so quickly, I must say. It won't be long before the victor is crowned as the new sovereign. I look forward to it, and you can be sure I won't forget our little chat. Nor will I. Until next time. Cleo.
Guten Morgen. Hört ihr das Gewitter eigentlich draußen? Where? You awake? Who are you? The name's Tilsa. I'm the medical officer for the Crimson Crows. You're in one of our safe houses. Crimson Crows? Don't tell me you've never heard of us. We're the Resistance, for the Danann people. We get in the way of the Bright Eyes' best laid plans. The Danann Resistance? I didn't know such a thing existed. Oh, we exist all right. Though I guess we're not as famous as I thought we were. Seems like I know more about you than the other way around, Mr. Iron Mask. Is it true you can't take that thing off? Yeah. Worse is that I don't even know why I'm wearing it. That woman I was with. Oh, yeah. She's quite the character, isn't she? Zephyr should be interrogating her over in the Slammer as we speak. You locked her up? Why? Why? Go take a look for yourself if you're so interested. Okay. They're interrogating her? So what the hell is going on? So. I need to go and find out for myself. War wohl nicht so laut. Warum trage ich eine Maske? Ja. Ich weiß es nicht. So, was ist das für ein Ort? Das ist der alte Sion-Bergwerk, einer der Unterschlüpfe der Karmesinkrähen. Verlassene Minen wie diese findet man überall. Hier haben wir also genug Verstecke, wenn du das wissen willst. Wer sind die Karmesinkrähen? Wie ich schon sagte, wir sind Widerstandskämpfer im Kampf gegen die Strahlaugen. Unser Ziel ist es, Calaglia von den Renéern zu befreien. Verletzungen sind für uns an der Tagesordnung. Das ist ein stressiger Job für Sanitäter. C4 ist der Anführer der Karmesinkrähen. Übrigens der mit der Patrick Sides-Stimme, meine ich, ne? Das ist quasi unser Erzähler gewesen. Zumindest der gleiche. Es war der Erzähler, würde ich jetzt vermuten. Es ist einfach nur der gleiche Synchronsprecher. Aber vielleicht war er auch der Erzähler. Who knows? Er ist nicht nur körperlich stark, er ist auch echt clever. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen. Wer ist diese Frau? Das Gefängnis dort drüben. C4 verhört sie gerade. Ihr könnt es euch anschauen, wenn ihr neugierig seid. Also, sieht's die mich jetzt gerade und haben die dann verkackt, dass die mich dann gesiezt hat im ersten Nebensatz, weil ihr dann klein geschrieben ist? Oder warum sind wir plötzlich plural? Am I royal now? Aber ich würde das Verhör an eurer Stelle lieber nicht stören. Wenn du das wisst, ihr. Dann werde ich wieder geduzt. Hä? Wer sonst? Die Renéer herrschen über Calaglia. Die aus Lenegis kamen, haben uns die letzten 3 Jahrhunderte das Leben zur Hölle gemacht. Natürlich können wir nicht einmal die Nachbarstädte erreichen, geschweige denn Lenegis. Unser aktuelles Ziel sind also die Renéer in Calaglia und ihr Lord Balzev. Okay, danke. Da könnte ich auch lang, aber wahrscheinlich soll ich hier noch nicht lang, oder? Das ist der Versorgungsschacht. Okay. Ja, hier kann ich auch nicht groß lang. Sie meinte mich und die Maske. Ach so. Und da darf ich wahrscheinlich auch nicht lang, ne? Versuch nicht zu weit vom Weg. Wie er mich sogar weggescheucht hat mit seiner Lanze. So. What? Jetzt nicht mehr. Hätte ich mal Bock, mir die Lanze in die Hand zu nehmen.